Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Schwestern und Brüder, heute feiern wir den Karfreitag. Der Karfreitag ist ein ganz besonderer Tag, denn er gibt uns viel Hoffnung inmitten der Verzweiflung. Die besondere Botschaft dieses Tages lautet: Gebt niemals auf. Die heutige liturgische Feier stellt uns Jesus vor Augen, den leidenden Diener Gottes, der sich niemals entmutigen lässt. Als Jesus das Kreuz trägt, an dem er gekreuzigt werden soll, ist er zahlreichen und verdienten Beleidigungen ausgesetzt. Er wird zurückgewiesen, beschimpft, geohrfeigt, geschlagen, bespuckt und so weiter. Man sagt ihm sogar, er solle sich doch vom Kreuz retten, wenn er, wie er behauptet, der Retter sei. Jesus geht auf keine dieser Misshandlungen ein oder entzieht sich ihnen. Er behält den Blick auf sein Ziel gerichtet. Voll innerer Ruhe tut er seinen letzten Atemzug am Kreuz, weil er seinen Auftrag erfüllt hat. Er sagt: Es ist vollbracht. Er stirbt wie ein Verbrecher, aber er stellt als Held auf. Hätte Jesus nicht die Schmerzen der Frustration ertragen, hätte es kein Christentum gegeben und wir wären nicht gerettet worden. Ja, auch Sie, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, konnten sich jetzt in einer sehr schwierigen Lebenssituation befinden. Sie konnten am Rande des Aufgebens stehen. Sie können sich Fragen stellen, auf die es keine Antworten gibt. Sie konnten wie Jesus laut schreien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie konnten sogar bezweifeln, dass Gott existiert. Geben Sie nicht auf, nur weil die Dinge schwierig sind. Wenn die Dinge schlecht laufen, sollten Sie das nicht als Ausrede dafür benutzen, dass Sie sich tatenlos der Situation ergeben. Nutzen Sie Ihre Lage stattdessen als Motivation, sich noch mehr anzustrengen. Anstatt Gründe zu finden, warum Sie nicht weiterkommen, geben Sie sich selbst Gründe, warum Sie es können. Wenn Plan A für Sie nicht funktioniert, denken Sie daran, dass das Alphabet noch 25 weitere Buchstaben hat. Ja. Bleiben Sie gelassen. Denken Sie immer daran, dass Ihre gegenwärtige Situation nicht Ihr Endziel ist. Das Beste liegt noch vor Ihnen. Die beste Aussicht hat man immer auf der Spitze des Berges. Also klettern Sie weiter. Der Karfreitag erinnert Sie daran, dass es keine Jahreszeit gibt, die nicht vergeht. Es gibt keine dauerhafte Situation im Leben. Morgen wird es anders. Ja, oft sogar besser sein. Karfreitag sagt Ihnen, dass man die schönen Farben des Regenbogens nur dann sehen kann, wenn es eine Mischung aus Regen und Sonnenschein gibt. Die Schwierigkeiten im Leben sind dazu da, uns stark zu machen und uns auf eine bessere Zukunft vorzubereiten. Sie werden die Dunkelheit dieses Augenblicks überwinden. Manchmal können die Zusammenbrüche im Leben zu Durchbrüchen führen. Manchmal können die Dinge auseinanderfallen, damit sie besser zusammen können. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Lebensaufgabe und geben Sie niemals auf.